Hallo? Hallo? Yo, was geht ab, meine Wertfreunde? Willkommen zu einem Halloween-Special. Einen Tag nach Halloween. Ja, ja gut. Heute mal mit Julian Bam. Zuallererst will ich mich bei euch bedanken, denn das letzte Video hat einfach über 150.000 Likes erreicht. Als Dankeschön habe ich mir etwas überlegt, würde man sagen, und zwar eine Creeps-Folge aufgebaut wie Videospielmythen. Heißt, ihr bekommt unter anderem nicht nur eine Geschichte, sondern gleich mehrere. Ob sie wahr oder falsch sind, wir werden sehen. Und den Anfang macht der gute Ju. Hi. Die erste Story handelt von einem Skype-Gespräch zwischen einem Jungen und seiner Freundin. Sie führten eine Fernbeziehung und skypen so ziemlich jeden Abend. An einem Abend sagt das Mädchen zu ihm, sie müsste schnell was essen gehen und der Junge wartete auf sie. Einige Minuten später hörte der Junge aber ein komisches Geräusch durch ihr Mikrofon. Erst klang es so, als würde irgendwas über den Boden schlürfen. Nachdem dieses Geräusch verstummte, hörte er das Quietschen einer Schranktür und andere komische Geräusche. Nachdem auch diese verstummten, kam es zu einem lauten Knall. Offenbar wurde die Schranktür zugezogen und der Junge wurde panisch. Als das Mädchen zurückkam und sagte, dass sie wieder da sei, schrie der Junge los und sagte, dass sie ihr Zimmer verlassen sollte, da er durch ihr Mikrofon etwas gehört habe. Das Mädchen war verwirrt und antwortete, ich habe mein Mikro die ganze Zeit auf stumm gestellt. Die Geräusche kamen wieder und der Junge bemerkte, dass es aus seinem Zimmer kam. Geschichte Nummer 2 ist ohne Witz etwas, was mir selber widerfahren ist und deswegen wird es ab hier etwas persönlicher. Als wir damals von Pinneberg nach Wedel gezogen sind, hatte ich eine Phase, wo ich nachts mit pochendem Herzen aufgewacht bin. Es ist so, als würde man aus Angst aus dem Schlaf gerissen werden. Einmal war es jedoch was anderes als die anderen Male und es geschah etwas Unerklärliches. Diesmal war es, würde man sagen, ein grelles Licht, das mich schockte und dieses Licht nahm ich selbst im wachen Zustand noch wahr. Aber das Licht wurde glücklicherweise immer dunkler und mein Zimmer wieder sichtbar. Es war so, als käme das Licht von draußen, also sprang ich auf und ging zum Fenster, um nachzusehen. Plötzlich hörte ich etliche Sirenen, unter anderem Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, alles. Oder willst kein Plan, was passiert war, aber ich hatte übelst Schiss. Ich blieb die Nacht auf und erzählte meiner Mutter am nächsten Tag, was draußen abging. Und das Komische ist, sie bekam absolut nichts mit und andere Leute aus Wedel auch nicht. In der Zeitung stand, soweit ich weiß, auch nichts über eine Razzia an Feuerwehr und Polizei. Jedoch war ich mir auf jeden Fall sicher, diese Reden gehört zu haben. Und das Licht war so hell wie eine Atomexplosion. Holy shit. Die nächste Geschichte handelt von einem alten Krämerladenbesitzer. Der Hauptprotagonist dieser Story ist ein junger Mann, der den alten Mann schon kannte, seit er ein kleines Kind war. Damals hatte er nicht genug Geld für den Bus und der alte Mann bot ihm an, den Rest zu bezahlen, wenn er ihm seine Angst vor der Dunkelheit verkaufen würde. Kein Plan, was dieser Opa da sagte, aber ich brauche dieses Busticket, dachte sich der Junge. Der alte Mann bewegte seine Hand vor seinem Gesicht hin und her und sprach irgendwelche Wörter, die der Junge nicht verstand. In dieser Nacht schlief das Kind fest wie ein Baby. Mit der Zeit nutzte er das Angebot immer weiter aus. Die Angst vor Spinnen gegen Kaugummis und die Angst vor Vampiren gegen Eiscreme. Und als er älter wurde, Angst vor Krebs gegen ein paar Zigaretten, Angst vor der Polizei gegen Bier, Angst vor dem Gefängnis gegen ein Erwachsenenmagazin und so weiter. All das führte dazu, dass er sich den falschen Leuten anschloss und Drogen nahm. Doch dann passierte es. Der alte Mann gab ihm ganze $100 für seine Angst vor dem Tod. Als eines Nachts ein Junkie mit einem Messer in seinen Brustkorb stach, starrte der junge Mann ihn nur an und lächelte. Er hatte absolut keine Angst, denn es war ihm egal. Okay, meine Freunde, jetzt kommen wir zu einer Story, die ein Bekannter von mir widerfahren ist. Er erzählte mir, wie er vor einiger Zeit im Zug saß gegenüber einem jungen Mann mit grauem Haar und fragte sich, wie ein so junger Mann schon graue Haare haben kann. Er wollte unbedingt rausfinden, was damit auf sich hat, weil gefärbt sahen die nicht aus. Erst baute er ein Gespräch mit dem Mann auf und fragte dann vorsichtig, was mit den Haaren auf sich hat. Der Mann begann zu erzählen, dass er damals als Kind mit anderen Freunden im Wald spielen war und die ein einsames Haus entdeckt. Darin lebte eine alte Frau, die sich durch die Kinder offenbar belästigt gefühlt hat. Und somit drohte sie, die Jungen mit einem sogenannten Alterfluch zu belegen. Die Kinder sollten schneller altern, als ihnen lieb ist. Der Mann mit den grauen Haaren beruhigte mein Kumpel jedoch und sagte, dass er beim Arzt gewesen ist. Der Arzt meinte, es sei etwas Besonderes und unter anderem genetisch bedingt. Monate später passierte etwas Unerwartetes. Mein Kumpel sah in Google News, dass jemand gestorben ist, das ziemlich sonderbar aussah. Es war der Mann mit grauem Haar und er starb an Herzinfarkt. Finale! Die finale Story handelt von Geistern. Ein Junge namens Jason Graham hatte... Oh shit. Ich glaube, das ist der Nachbar. Echt jetzt? Ich mach die auch nochmal auf. Ein Junge namens Jason Graham hatte offenbar seine verstorbene Mutter gesehen. Als er nach der Schule nach Hause kam, bemerkte er etwas Ungewöhnliches. Auf dem Esstisch lag ein Brief seiner toten Mutter. Hä? Ist wieder Nachbar? Ey, Leute, ohne Witz, das ist gerade eben schon passiert und war einfach gar niemand, weil ich nehme ja die Kamera mit. Ich werde das Simon. Wird das Simon? Simon? Ja, da weißt du, wie das drehen. Ungekündigt oder so. Ja, guck mal durch. Wieso muss ich da durchgucken? Schieß mir so ein Scheiß. Hier, also. Ist es ist einfach schwarz. Echt? Hä? Ja, schade. Es ist einfach gar niemand da, Alter. Ey, ey, shit. Das könnte kein sein, ne? Warum ist der Bot? Die Ausgang habe ich mir erzählt. Die Scheiße. Alter, der ist runtergelaufen. Ja, das Ding ist... Mach mal Licht an. Ja, geht ja nicht. Ist kaputt hier. Echt? Ja, ist kaputt. Als ob. Ist wirklich so, Mann. Ja, sorry. Alter, shit. Was? Die Tür ist so. Ich hab keinen Schlüssel dabei, ne? Oh ne, laber keinen Scheiß jetzt.
Ich schwöre es. Oder warte, ich guck schon was. Ich guck mal. Okay. Glück gehabt. Alter. Okay. Bringst mich ja um. Oh, shit, Alter. Ja, ohne Witz, ich hab das. Aber mach mal schnell bitte. Grad, ne? Mach bitte schnell auf, weil man fühlt sich richtig hier. Aber ohne Witz, Alter, ich hab auch Sauschiss. Warte. Ohne Witz, ich sehe einfach gar nicht. Ich bin nicht hier. Ja. Dann nimm die Szene einfach nochmal auf. Hallo. Oh. Ja, nimm die Szene. Hä? Hallo? 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 Hey Leute, was geht? Hey Vince! Was hast du? Hey Julian! Jo Freunde, ich würde mal sagen, das war's. Checkt unbedingt Julian Bam aus und natürlich den Vincent Lee, die geile. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach hoch. Und klickt auf Abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Hier bin ich vorne, geht's zu den letzten beiden Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut raus! Yeah!